Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel Röllp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. Ja, ich habe mir doch nicht eingebildet. Es ist echt hier dunkler geworden. Und, ja, in der letzten Folge haben wir gegen diesen Doppelblock-Köter gekämpft. Oder wie ich ihn nenne, der zweiköpfige Köter, er meint, sich hochhalten zu können. Und ich denke mir so, ne. Und ja, guckt euch das mal an. Hexeninsel. Wenn man sich hierhin teleportiert, dann sieht man, dass es noch Tag ist. Mittlerweile Nacht. Davor, also in der letzten Aufnahme, bevor wir gegen dieses Viech gekämpft haben, war es noch, weiß nicht, hatte es noch so ein rötlicher Ton, also so ein Untergang. Also ja, es ist hier überall dunkel und Angst. Sehr viel Angst. Aber das könnte vielleicht, oder vielleicht noch nicht, der letzte Part von Tales of Systeria sein, fällt mir gerade so auf. Außer ich mache den 150. Part nochmal irgendwie den Final Boss oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht. Außer er wird stärker. Und ja, sagen wir, gehen dann einfach mal ganz eiskalt hier rein. Zum wahrscheinlich letzten Boss in diesem Spiel. Wer auch immer oder was auch immer er sein will. Ich habe schon wieder den XP-Bonus genommen hier, also Cuts Corner. Das Gericht hat mir mehr EP gibt. Bei 10.000 Schaden. Und ja, oh Gott. Gucken wir mal. Ah, schön, und hier ist richtig viel Dunkelheit, Bosheit. Nee, nicht Dunkelheit, wir sind hier nicht in Kingdom Hearts. Und, ja. Ich mir gar nicht an, die Dinger, die sind sowieso kacke. Hier bringt's anscheinend echt nicht, und guckt euch mal die Typen an, ey. Treffen sich zwei Elefanten in der Bar. Okay, finde ich aber gut, dass das immer nur so zwei Ebenen ist, man ja laufen muss, weil sonst könnte die Dungeon ziemlich nervig werden. Sehr genau wie in Tales of Graces F. Ich weiß, das habe ich sehr oft in diesem Let's Play gesagt, aber trotzdem. Also alles so ähnlich wie in Tales of Graces. Da ist ein Kraut. Vor allem, nee, ist dem Boss, sollte ich mir vielleicht auch mal irgendein Gericht reindrücken. Was ich auch irgendwie schon lange nicht gemacht habe. Könnte mir vielleicht ein bisschen helfen. Und da ist ein Dingens. Komme ich da noch hin? Ja, okay, gut. Wollte schon sagen. Hätte ich noch nie im Leben verpasst oder so. Aber mir scheint auch eine Deckung noch zu fehlen. Kaiserkrone habe ich wahrscheinlich schon, ne? Aha. Da denkst du mal, du hast was Geiles gefunden. Dann ist das nur wieder Müll, der irgendwie, weiß nicht, 3-4 Stufen schlechter ist, als was ich schon hab. Du stehst natürlich jetzt genau in der Mitte, das gibst du einfach nicht. So. Könnte ich vielleicht auch noch benutzen. Hätte ich vielleicht alles benutzen sollen, bevor ich den Park begonnen hätte. Das wäre vielleicht eine Überlegung wert gewesen. Aber da haben wir auch keine Zeit für, oh mein Gott. Sieht schon nach letzter Boss im gesamten Spiel aus. Oh mein Gott, das sieht richtig hübsch aus. Angst. Viel Angst. Oh! Gott. Mal schauen. Was? Hier hin. Ist doch in... nicht Fodra. Wie ist die Welt von Tales of Graces F nochmal? Finia. Fodra war der... Verios-Schwanz. Verios, ist das nicht aus Symphonia?
Das eine Ding aus dem, ja, Spoiler, aus dem hier das Haustier von, ich hab den Namen von ihr vergessen, verdammt. China. Ist auch so ein Haustier und da hat sich irgendwie in so jemanden verwandelt, ja. Ja, ich weiß noch was. Ich habe das auch übrigens noch kein einziges Mal gespielt, nachdem ich das Let's Played habe. Blind. Und muss ich auch mal irgendwann nachholen. Xillia 2 habe ich, nachdem ich das Let's Played habe, direkt nochmal gespielt. Aber Symphonia kam ich irgendwie noch nie dazu. Und das Spiel werde ich auch erstmal pausieren, wenn ich das Let's Play beendet habe. Ich glaube nicht, ob ich da direkt nochmal das Spiel spielen werde. Also steht das neben uns noch vor dem letzten Kampf. Ich habe vielleicht oder vielleicht auch nicht jetzt hier sein könnte, außer es kommt noch irgendwas anderes. Okay, ja, oder was ist denn der letzte Kampf? Wenn ich tippen könnte, würde ich sagen Jade und Sophie zusammen. Das wäre irgendwie gut. Ja, und hallo? Oder auch nicht. Ein großer Drache, der einfach da steht. Ein Flügel, sieht irgendwie episch aus. Oh Gott, der wirkt. Der wird schwer, habe ich das Gefühl. Hat Verteidigung oder Verteidigung? Immer das wollte ich einfach davon. Ich hab. Mann, bin ich geizig. So. Komm her. Pfaffen, ja. Normale Kampfmusik und Level 171. Schwäche, Wasser. Wow, du tust mir jetzt schon leid. Wenn du gegen Wasser anfällig bist, dann hast du ein Problem. Ja, guck mal meine Beschreibung an. Fafnir. Er scheint sein eigenes Gravitationsfeld generieren zu können. Übrigens braucht man für diese Fähigkeit sowohl Erd- als auch Windmana. Frag mich nicht warum, das gibt sowieso nur Ärger. Hä, wir dürfen nicht fragen warum. Nun, wenn wir das benutzen, um uns alle an einen Ort zu ziehen, dann sind wir erledigt. Hey Leute, verteilt euch. Aber du hast ein Problem, du bist anfällig gegen Wasser. Das bedeutet, ich kann diese Form die ganze Zeit benutzen und dich anfeuern. Ja, natürlich gut, wenn du nicht die ganze Zeit hochfliegst, damit ich hier auch treffen kann. Ja, genau so. Naja, Wurf. Kann nicht der letzte Gegner sein, da muss noch irgendwas anderes kommen. Wäre eine echte Enttäuschung. Fällt gerade auf. Das Gericht, was ich vom Kampf genommen habe, ne? Bringt es auf jeden Fall, weil der setzt Arzt ein. Also er hat es auf jeden Fall gebracht. Zum Glück bin ich geizig und habe nicht dann andere Dinge benutzt. Ich habe das eigentlich nur benutzt, weil ich davon vier Stück hatte und für den einen nur einen. Bin ich gut, ich habe mich meinen Geiz halt irgendwie gerettet. Hat. Danach muss aber noch was kommen, ne? Das wäre eine Enttäuschung, wenn das der letzte Gegner wäre. Ja, natürlich sieht zwar cool aus, aber. Er ist ein Lachen mal als Gegner bis jetzt. Weil der visiert die ganze Zeit nur mich an. Ich kann locker ausweichen. Im Gravitationsfeld sehe ich auch irgendwie noch nichts. Ich sehe nur diesen einen Angriff.
Leg wahrscheinlich gleich richtig los und tötet mich mit einem Schlag. Wie selbe bist du? 171. Oh mein Gott. Ah, ich treffe den nicht, wenn der da oben ist. Ah, ich werde jetzt drauf. Das war's doch einfach der Gegner. Ist genau wie dieser Eile, dass er in der Glyphe zänke, ne? Über die Form, sag ich mal. Du bist schon nicht einfach, ey. Au, 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 was zum? Was hat denn? Neuer Angriff? Hat sie nicht in die Ecke gekommen damit? Markus kommt jetzt. Hast du das Gefühl, dass das Ding hätte wehgetan, wenn ich mich davon getroffen wollen? Wenn ich mich damit getroffen hätte. Aber das ist nur eine Vermutung. Was werden wir nie herausfinden? Lange du dich jetzt nicht auch regenerieren kannst, wird der Kampf gleich zu Ende sein. Ich bin immer noch nicht davon treffen lassen. Und das war's. Tschüss. Hat die Kugel gen erhalten. Leider keine Erfahrung. Level up. So, und wir sind. Und das war einfach. 6000. Guck mal die AP an. Und nun? Ach, da ist noch einer aufgetaucht. Okay, sag das doch gleich. Ah, gut. Das hier. Und ich muss meinen Charakter wechseln. So. Gut. Haben wir den Gegner erledigt, welcher eine absolute Nachtnummer war? War er einfach. Und ja. Vielleicht sollte ich noch eine Trainingssession machen vor dem nächsten Mal. Es dauert ja nicht lange eigentlich. Was hat letzte Dingen? Ich sehe es noch nicht. Mal gucken. Kommt eine Katze oder irgendwie sowas? Nö, okay. Okay, das Ding ist aber neu. Also, Sophie und Jade, Tag Team, ist vielleicht noch möglich. Das ist ja nichts, ne? Gut, aber der war ja Level 171. Vielleicht sollte ich deswegen noch so bis Level 170 oder so trainieren, weiß ich nicht. Es dauert echt nicht lange, den Aragami da zu trainieren. Oder vielleicht nicht Level 170, 160 oder irgendwie sowas. Oder nur 155, keine Ahnung. Ein bisschen werde ich auf jeden Fall noch so trainieren, so ein ganz kleines bisschen. Man kann ja nie vorsichtig genug sein. Denn wir haben jetzt alle HP bei 4800. Ich wollte 5000 sagen, aber dann habe ich Ednas HP gesehen. Und ja. Wählen wir den Titel aus. Verteilung geht was. So eine hohe Verteilung hat der, was?
Gut, dann beende ich den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.